Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei einem neuen Video unserer Reihe Das musst du gesehen haben. In diesem Video nehmen wir dich mit nach London und zeigen dir die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Hier eine kleine Übersicht über die Punkte, die wir in dem Video besprechen werden. Und wir haben die Punkte in drei Kategorien unterteilt. Einmal in Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte und Märkte und Shopping. Viel Spaß bei dem Video. Wir starten jetzt mit den Sehenswürdigkeiten. Dann starten wir jetzt mit der London Tower Bridge. So, unser erster Stopp war jetzt hier die London Tower Bridge. Seht ihr auch im Hintergrund. Wir haben auch richtig Glück mit dem Wetter. Super schön, angenehme Temperaturen und Sonne. Die London Tower Bridge ist nicht nur ein wunderbares Fotomotiv und einfach ein echter Hingucker, sondern man hat von dort aus sowohl eine schöne Aussicht auf die Themse, aber man kann auch ins Innere der Tower Bridge mit einem Ticket. Wenn man sich also die Bridge von innen angucken möchte, kann man dort historische Dampfmaschinen in den alten Maschinenräumen bewundern oder auch die Glasböden, von denen aus man nach unten eine tolle Vogelperspektive auf die Straße hat. Den Namen hat die Brücke übrigens aufgrund der Nachbarschaft zum Tower of London, mit dem wir jetzt auch direkt weitermachen. Beim Tower of London handelt es sich um eine historische Festungsanlage. Im Inneren befinden sich unter anderem die Kronjuwelen und Waffen und Rüstungen und auch eine Kapelle. Hier kann man viel entdecken und es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gebäude. Wenn man sich schon in dieser Ecke befindet, empfehlen wir, entlang der Themse einen Spaziergang auf dem Queen's Walk bis zur Millennium Bridge zu machen. Von dort aus hat man immer wieder tolle Aussichten auf die Themse, auf die Stadt und ja, kann so einiges entdecken. Kommen wir zum nächsten Punkt auf der Karte, der Big Ben. Der berühmte Uhrturm am Palace of Westminster ist ein wunderschönes Fotomotiv. Hier fahren auch über die große Brücke immer die großen roten Doppeldeckerbusse und so gibt es wirklich schöne Motive. Allerdings ist hier auch immer richtig, richtig viel los. Eine weitere Sehenswürdigkeit, die man nicht verpassen sollte, ist die St. Paul's Cathedral. Sie gehört zu den größten Kirchen der Welt und ist wirklich wunderschön. Wenn man die Kirche von innen besichtigen möchte, muss man einen Eintritt zahlen. Aber auch von außen ist sie wirklich schon ein tolles Fotomotiv. Und wenn man ein bisschen in die Seitengassen geht, findet man noch besondere Motive oder auch tolle Wasserspiegelungen. Also hier lohnt es sich auf alle Fälle vorbeizuschauen. Der Buckingham Palace ist ja allgemein bekannt. Es ist die offizielle Residenz des britischen Monarchen in London und es ist einfach ein absolut sehenswerter Moment, wenn die Bachablösung stattfindet. Wenn man das mal sehen möchte, lohnt es sich auf alle Fälle, einen Abstecher zum Buckingham Palace zu machen. Wir fanden es super beeindruckend und wie ihr seht, auch viele, viele andere Menschen mit uns. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Außerdem kann man einen schönen Spaziergang durch den Park machen. An dieser Stelle möchte ich das Video kurz unterbrechen, denn wir möchten uns bei euch bedanken. Nico und ich freuen uns immer riesig über jeden neuen Zuschauer und über eure Kommentare, eure Fragen, die ihr uns auch per E-Mail sendet zu den Reisezielen. Wir kommen super gern mit euch in den Austausch und wir freuen uns, dass die Community wächst. Wir freuen uns, dass wir euch hilfreiche Tipps geben können und dass aber auch so viel von euch zurückkommt. Das macht wirklich riesig Spaß und wir freuen uns auch jetzt im Jahr 2024, aber auch in den folgenden Jahren noch ganz viele spannende Reiseziele für euch und mit euch zu erkunden und ihr könnt euch auf ganz viel weiteren Content bei uns freuen. Weiter geht's mit Chinatown. Die Chinatown in London hat uns wirklich gut gefallen. Hier gibt es tolle asiatische Geschäfte, Restaurants und überall hängen wunderschöne Lampignons. Insgesamt ist das Viertel extrem quirlig und hier gibt es viel zu sehen und natürlich auch wieder tolle Fotomotive. Also unbedingt hier vorbeischauen. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann gib uns doch gerne einen Daumen nach oben und lass auch ein Abo da, damit unterstützt du unsere Videoarbeit. Kommen wir nun zu den Märkten und Shopping in London. Wer nach Feinkost und Delikatessen sucht, der ist auf dem Borough Market genau richtig. Hier gibt es tolle Stände, man kann beispielsweise Muscheln mit Pommes essen oder Erdbeeren in Schokosoße, aber es ist extrem viel los. Wir waren an einem Freitagnachmittag dort und ja, es waren
tausende Menschen vor Ort. Außerdem muss man beachten, dass der Markt montags geschlossen hat. Habt das also auf dem Schirm bei eurem Städtetrip. Aber ansonsten war hier echt eine tolle Atmosphäre und es gab sehr viel zu sehen. Ein etwas kleinerer Markt, aber auch wunderschön, ist der Apple Market. Hier gibt es eher Kunsthandwerk und kleine Souvenirs zu kaufen. Außerdem gibt es Cafés und es ist einfach eine schöne, angenehme Stimmung. Am besten hat uns aber der Camden Market gefallen, der etwas weiter von der Innenstadt entfernt liegt. Hier gibt es ein gigantisches kulinarisches Angebot, super viel Streetfood in verschiedensten Varianten. Der Markt ist insgesamt riesengroß, zieht sich über mehrere Straßen und durch große Gebäudekomplexe. Wir waren wirklich verblüfft und hatten es uns gar nicht so groß vorgestellt. Es war ein wirklich tolles Erlebnis und hier muss man auch wirklich ein bisschen Zeit einplanen. Aber aus unserer Sicht lohnt es sich auf alle Fälle. Neben den Foodständen gibt es auf jeden Fall auch viele andere Geschäfte. Es gibt Kleiderläden und Souvenirläden, Schmuck, Accessoires, alles Mögliche. Aber wir fanden vor allen Dingen das Streetfood hier echt beeindruckend. Das klassische Shopping-Erlebnis hat man dann in der Regent Street am Piccadilly Circus. Hier findet man die großen Modelabels und kann ja ganz viel shoppen gehen. Dann wollen wir euch jetzt noch was zu den Aussichtspunkten über London sagen. Fangen wir an mit The Shard. Hier hat man eine fantastische Aussicht über die Stadt, allerdings ist der Eintrittspreis recht hoch und es gibt auch andere Alternativen. Das London Eye ist natürlich super bekannt, es ist aber, wenn man nicht vorhat, von oben die Aussicht zu genießen, auch so einfach ein schönes Fotomotiv und wenn man zum Big Ben läuft, ist man ja sowieso in unmittelbarer Nähe. Und dann können wir auf jeden Fall auch London Sky Garden empfehlen. Hier waren wir zwar nicht, weil wir nämlich es nicht geschafft haben, rechtzeitig ein Ticket zu bekommen. Das Besondere ist, dass hier das Ticket kostenlos ist und es soll wohl auch wunderschön sein. Alles, was wir bisher gehört haben, war sehr positiv. Also versucht dort rechtzeitig ein Ticket zu bekommen und genießt von dort aus kostenlos die Aussicht über die Stadt. Und nun noch ein paar weitere Tipps, die wir euch mit auf eure Städtetour durch London geben wollen. Wenn ihr Harry Potter Fans seid, können wir euch wirklich sehr empfehlen, einen halben Tag Zeit einzuplanen und zu den Harry Potter Warner Bros. Studios zu fahren. Diese liegen deutlich außerhalb des Stadtzentrums, aber man kann gut mit dem Zug bis zum Shuttlebus fahren und von dort aus wird man dann direkt zu den Studios gebracht.
Für uns war das auf alle Fälle ein lang ersehnter Wunsch und es hat sich jeder Cent gelohnt, den wir hierfür ausgegeben haben. Das ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Wir wollen hier nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist wirklich bezaubernd im wahrsten Sinne des Wortes und sehr eindrücklich, das alles mal live zu sehen und hinter die Kulissen schauen zu können. Außerdem würden wir euch empfehlen, das Oyster-Ticket zu kaufen. Damit könnt ihr euch immer wieder Guthaben aufladen und den ÖPNV so sehr simpel nutzen. Das lohnt sich auf alle Fälle, denn man ist in London meistens viel mit Zug, Bus und der U-Bahn unterwegs, denn es sind wirklich weite Strecken und so hat man auf jeden Fall immer seine Karte dabei und kann ganz bequem im ÖPNV fahren. Außerdem solltet ihr auf keinen Fall einen Regenschirm vergessen einzupacken, denn auch wir haben jetzt erlebt, dass wirklich das Wetter sehr schnell umschlagen kann. Zwischen Sonne und Regen sind es manchmal nur wenige Minuten. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.